Amanda. James, oh, oh. James! Es tut mir leid, Amanda. Wirklich. Was tust du? Geh sofort da weg! Deshalb bin ich hier. Lass mich raten, die lässt jetzt ihr Hündchen. Das brauchst du nicht. Wir können es beide tun. Es funktioniert nur einmal. Und ich werde es tun. Hast du jetzt deinen Wauwau frei? Ah, du verschmilzt mit dem Vieh. Hallo, wie wär's mal mit Zielen? Okay, ausweichen ist nicht so geil. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es schwierig ist, den zu treffen. Versteck dich doch nicht, du Lümmel. Weißt du, hier 1,5 Stunden mit einem Zyklopen Witcher 3 kämpfen und kaum Damage nehmen, weil der 10 Stunden drüber ist, aber hier voll verkacken, ey. Jetzt ruft die Sau. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Schön, dass du schießt, während ich am Liegen bin. Das ist... Ja, ja, ist klar, natürlich. Ich habe das Gefühl, dass dieser Autofokus mehr kaputt macht. Ja, manchmal funktioniert er nicht. Ich brauche einfach zu lange, um das Schwert zu schwingen. Deine sind halt ultra im Weg. Wer jetzt? Hat er sich jetzt geheilt? War das jetzt richtig? Ja, komm, natürlich. Noch mehr unfaire Sachen. Hallo, ich würde mich gerne bewegen können! Bootleg! Hoffentlich war das das Richtige, ich habe keine Ahnung. Wie ich das hasse, ey.
Hallo, ich hab dich getroffen, du Arsch. Alter, du Ratte. Elendes. Ja. Och nee, das mit dem Runterfallen ist so mies. Würdest du mal so runterfallen wie ich? Nein, natürlich nicht. Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt 50% Leben abgezogen bekommen. Weil diese Bodenbomben sind halt mies. Dass ich mich wieder bewegen kann, ist es halt nicht merkwürdig. Hallo, ich hab dich getroffen, danke. Hallo, ich würde gerne mal anvisieren. Ich stehe doch voll in die Olle Troller. Ey, immer nach unten. Es ist doch so eine Last, ey. Diese Bodenbomben, die sind halt einfach so schnell, dass du einfach nicht reagieren kannst. Dieses nach unten fallen, das ist so ein Müll. Es ist so eine Scheiße. Also, man hätte... Ey, fick doch die Hände. Crystal Dynamics, ihr seid scheiße Sadisten. Ernsthaft, ihr habt echt... Kann schön, dass ihr Tomb Raider abgegeben habt, ey. An eine Spielfirma, die es wirklich drauf hat, im Gegensatz zu euch. Was ist das denn für eine Kamera? Was ist das denn für ein Movement? Alter. Dass der dich da runterstoßt, ist echt schon mies. Sag mal, hat ihr Lara Tuck? Ja, bitte. Ja, klar, natürlich. Ja, natürlich, klar. Dauer ausweichen oder sterben. Wie wäre
erstmal mit Nachladen erhöhen. Nein. Alter. Alter, nee, ey, das ist doch beschissen. Wenn du gut im Dingsbums bist, schmeißt er dich einfach runter. Wenn du zu nah, wenn du in der Mitte bist, dann bist du wahrscheinlich. Zwei, dreimal klatschen. Ja, wenn du einmal getroffen bist, zweimal und natürlich, warum nicht noch runter? Ja, bitte. Hallo, hallo, hallo. Es ist doch unglaublich. Es ist doch einfach eine Sau. Wenn du einmal getroffen bist, fällt die Lara hin und bis sie wieder aufsteht, einfach gerade. Doch so unglaublich. Warum fällt die Lara denn so extrem? Wirft er mit Bomben? Will? Ja, natürlich. Bleibt er noch besser hängen. Schon schlimm genug, dass er so viel Leben verliert. Aber dass er dann auch noch runterfällt und insta-tot ist, das ist doch mies. Ja, hallo, Lara, aufstehen, danke. Weißt du, selbst bei... Ja, bleibt natürlich eiskalt stehen, ey. Ja, ist klar, ich war hinter fetten Mauern. Das interessiert mich aber nicht. Wenn die nicht zur Deckung dienen sollen, warum sind die dann überhaupt hier? Er kann sich nicht blocken, ich kann damit nicht blocken. Die stehen eigentlich bei mir im Weg herum. Damit er mich besser trifft. Alter Schwede, da kriegst du doch einen Krampf, ey, da möchtest du echt zu Eiter schicken, fickt euch.
ernsthaft, dass man da auch noch rund... Nicht nur, dass es so schlimm genug ist, dass du irgendwie permanent 1000 Millionen Hintergründe hast oder dass du getroffen wirst, fällst du hin, brauchst ungefähr 3 Sekunden, bis du wieder agil bist, bis du dich wieder bewegen kannst. Währenddessen schießt du einfach nochmal und dann geht der Scheiß von vorne los. Anstatt zu sagen, okay, du bist jetzt 3 Minuten oder 3 Sekunden, während du dich bald bewegen kannst, entweder unverwundbar oder aber mindestens mal, dass du da nicht weggeschleudert werden kannst. Aber nein, wir sind kleine, dreckige, sadistische Arschlöcher, die keine Freunde haben und am liebsten mit Krebs zu Hause rumeiern wollen. Wir müssen es so machen, dass du dann immer schön... Oh, haben wir da einen Abgrund eingebaut? Oh, Alter, nee, ey. Nee, dann macht ein eigenes Spiel und nennt es Krebs für uns und unser Hass auf euch, weil wir keine Freunde haben. Ernsthaft. Entschuldigung, aber da geht ja echt die Hutkrempe. Willst du am liebsten... Ja, was zum Kindermann. Super. Was? Wer bist du? Mutter? Ich bin's, Lara, deine Tochter. Was ist mit meiner Tochter? Fass das Schwert nicht an! Ziehen Sie das Schwert raus! Was? Nein! Mutter, hör mir zu! Es explodiert, wenn Sie das Schwert nicht rausziehen! Oh Gott! Hör doch nicht auf die Truller! Hin und reißt der Amanda das Herz raus. Miststück! Halt die Du hast alles ruiniert! All die Jahre habe ich mir die Schuld gegeben. Dabei warst du es. Du hast sie getötet. Getötet? Sie ist nicht tot. Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte, wo du sein könntest. Bring jetzt endlich Licht in die Sache oder ich töte dich hier auf der Stelle. Du sollst das Schwert rausziehen, habe ich gesagt. Wo ist meine Mutter? In Avalon. Es ist kein Mythos. Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen. Hör doch nicht auf die. Schieß ins Auge, dann ist Ruhe. Ich verschwende nur meine Zeit. Drück ab. Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir. Schieß dir ins Rückenmark. Dann kann sie wenigstens nicht mehr Scheiße bauen. All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben. Ihn hat es angetrieben. Ich habe ihn deswegen bemitleidet. Alistair, geh sofort ins British Museum. Ruf mich an, wenn du dort bist. Nimm dir was zum Umziehen mit. Du wirst länger bleiben. Okay, bin schon weg. Sip, ruf Professor Eddington im Cavendish-Labor an. Arrangier ein Treffen. Ist gut. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, mein Vater hatte mit allem recht. Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können. Oh. Technical Director, fick dich, Jason Bell. Hättest du doch eigentlich mal checken müssen, dass die Steuerung voll von Arsch ist, du Penner. Und die Lead Programmer genauso. Rob Pavey, du Arschkeks. Programmierungsstuff, ey, ich will das gar nicht vorlesen. Ja, Scott Kotz eher, ey. Entschuldigung, aber so ist es einfach. Boah. Was eine Mistsau, ey. Die Kamera ist der größte Feind, den du in deinem Leben haben kannst. Ja, an sich, wie gesagt, ein geiles Game, wenn die Kamera und die Steuerung nicht so
Ich weiß nicht, so beschissen sind. Wenn die nicht so beschissen wären, wäre so an sich das Spiel sehr, sehr geil. Spezial-Zwischensequenzen, ja. Alles klar. Wollen wir mal gucken, was wir so freigeschaltet haben. Kann ich den irgendwie... Nee, kann ich nicht. Okay. So, das habe ich früher auch sehr gerne gemacht. Hier einfach überall rumgelaufen und alles so gefunden. Weiß nur nicht, ob ich das noch machen will. Weil gefühlt war die Steuerung früher viel knackiger. Muss ich mal gucken. Hier gibt es nämlich auch ganz, ganz viele Geheimnisse. Weiß nicht, ob man da überall rein kann und wo. Auf jeden Fall will ich das Schlafzimmer. Ich will auch mal in so ein Anwesen wohnen. Das wäre schon geil. Würde mal was sagen. Mit so einem fetten Flur. Würde es dann wirklich so machen. Wenn ich jetzt in Croft Manor leben würde, dann würde ich ungefähr... Ja, das sind halt alle so schöne Sachen, aber... Hallo? Ach so, ich muss den Scheiß hier erstmal finden. Hier... Ja, doch. Ungefähr hier in so einem Wappen allerdings, in so einem Schildwappen, würde ich dann so ein Bild von mir hängen, hier so in dieser Form. Und hier oben drüber so ein Schriftzug oder unten drunter, je nachdem. Graf Wallner. Yeah. Alter, und dann eiskalt hier. Kamin passt soweit ganz gut. Und hier würde ich dann einfach eine große Leinwand hinhängen. Hier so ungefähr in dem Bereich. Ja. Und da oben würde ich dann einfach einen Hochleistungsbeamer reinstellen. Dass du dann einfach hier hast einen Kamin, kannst hier hinsetzen. Hier, was weiß ich, so ein 5 Kilo Eimer Popcorn. Dann kannst du hier so in einem Halbkugelkreis oder so mit einem Projektor einfach fett die Kraft-Wallner Streams reinziehen. Das wär's. So würde ich das ungefähr aufbauen. Hier gibt's noch Geheimnisse. Ich brauche aber erstmal meine Ausrüstung. Ich voll Idiot. Kann man eigentlich hier sterben? Hi, Lara. Hallo. Hi. Also hier gibt's auch irgendwo noch meine Ausrüstung. What? Magnethaken, super. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. So. Ups. Hier gibt es noch Sachen zu entdecken. Und ja. Ja, so eine Villa würde ich gerne haben. Haben wir ja schon begutachtet. Das war eine ziemliche Abreibung. What? Ja. Alter, was sind das für ein Schlafzimmer? Hier so Girl Talk, hä? Dann sitzt hier so die Hino, wie so voll die, Hino, wie voll die fette Chefin. Hier dann die Sakura und da noch irgendwas. Die können dann über Jungs quatschen. Oh, ja, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Oh, die sind ja so süß. Hier so ein schöner, intimer Spielplatz. Da kann man dann hier richtig boing, boing, boing. Quigu, quigu, quigu. Hier dann irgendwie für, was weiß ich, so Game of Thrones Zuschauer, die dann irgendwie zugucken. Nee, komm, wir lassen es lieber. wir lassen es lieber, sonst wird's, sonst wollen wir uns, würden wir uns die Hino hier vergraulen. So.
Ja. Wenn Hino dann mit im Haus wohnen würde, das wäre dann so, ja, wäre doch mal geil, so eine, einfach so eine kleine WG-Villa. Drückt die Hino hier aber auch so einen originalen. Was? Abendkleid Schlitz? Nee. Also natürlich für die Männer wäre das natürlich ganz nice, aber nee. Winter ist zu warm. Winter keine Jacke. Komm hier. Für dich. Laufen wir mit dem Abendkleid rum. Ja, das wäre doch was. Ja. Gibt's noch so Geheimnisse? Nee, von da kamen wir. Jetzt gehen wir mal hier lang. Da müssen wir uns aber benehmen. Dann dürfen wir nicht zu. Dann dürfen wir nicht zu unter der Gürtellinie bleiben sein. Hier gibt es ein paar Bücher. Mit denen können wir agieren. Du gehst nicht nach draußen, oder? Nicht, solange es da drin so viele interessante dunkle Orte gibt. Warte mal, können wir doch hier bestimmt... Mein Angebot, dir auf eine etwas weniger chaotische Weise zu helfen, ist sinnlos, nehme ich an. Welches Angebot? Und was heißt hier weniger chaotisch? Na trotzdem, danke. Ich finde es ausreichend. Na gut. Okay, das ist weiter, das steht drauf. Wir haben doch irgendwas zu sagen. Du weißt, dass ich hier deine Chefin bin. Ein geheimes Zimmer. Alles klar. Hinos geheimer Naschvorrat. Weißt du, wenn Hino dann bei uns im Haus wohnen würde. Und tut sie immer so, ja, ich bin voll die Business-Dame und alles gut und ich wälze die Bücher, es ist alles wunderbar und ich habe voll was zu tun. Und wenn sie dann hier die Tür zumacht, dann dreht sie das Ding um und dann ist hier ganz viel Schokolade. Versteckt sie dann vor uns. Ich habe keine Waffen. Und ja. Die Tür ist aufgegangen, ja. Super. Dann sind wir hier fertig. Ich habe nur keine Ahnung, was es mit den Büchern zu tun hat. So. Hier geht's doch auch auf. Das sieht so aus, aber wie?
Ansonsten gibt es hier nichts, ne? Die Dinger würden wir natürlich auch nur aufhängen. Für die Hino. Hier war schon, ne? Das war Hinos geheime Schokoladenbibliothek. Ach nö. Das Schnatterzimmer. Oh, meine Freundin, was haltet ihr denn von dem Outfit? Es ist so schön und meinte George Clooney würde darauf stehen? Ich weiß nicht. Aber Leonardo würdest du damit bestimmt rumkriegen wollen. Psst, Herr Graf Walder, guckt jetzt nicht hin. Jetzt packen wir uns die Schokolade aus. Nom, 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 nom. Damit gehen wir in einer Bank betteln. Natürlich nicht nachmachen. Gebt mir all eure Schokolade. Dann kommt keiner zu Schaden. Okay. Hier bitte, 5 Kilo. Hallo. Tür auf, Tür auf. Ich hab gesagt, Tür auf. Tür auf! Scheiße. Hier ist alles schon kugelsicher. Wir wissen warum. So, das ist mein... Nee, haben wir schon. Okay. Mal gucken, ob ich schon einen geheimen Cola-Vorrat habe. Weil in jeder WG muss man die tollen Sachen immer verstecken, weil die immer von jemandem weggefressen werden. Und wenn du sie dann beim Einkaufen dran erinnerst, dein dann... Dein Enthusiasmus beeindruckt mich, Lara. Spar dir deinen Sarkasmus, Alistair. Das gehört sich nicht. Du sollst die Fresse halten. Das lässt mich nicht... Los, das mit diesen Büchern. Aber irgendwie ganz komisch, dass es das gewesen sein soll. Gucken, ob ich hier irgendwo noch mal hinkomme. Ah, hier unten geht es ja auch noch weiter. Gut. Obergeschoss haben wir irgendeinen Grund abgeklappert. So, das ist der Hof. Wenn Hino hier wohnt, dann ist für jeden Mitbewohner kommt hier immer was anderes raus. Das ist der Hino-Brunnen. Hier kommt flüssige Schokolade raus. So warm, nicht heiß, sondern warm. Und hier dann sind dann so Kübel, nicht mit Pflanzen, sondern so mit so Brotstangen, wo man dann so die Dinger da so reintunken kann. Bei mir ist es dann ungefähr hier so der Cola-Brunnen, ja. Hier natürlich Cola-Brunnen und links dann so Plastikbecher, wo du dann einfach nur noch hinhalten musst und füllen musst, ja. Dann hat man die Scheiße nicht mit den Flaschen. Da darf dann auch wirklich nur dran wie ich, ja. Hier dann so für, keine Ahnung, hier dann so für Dingsbums. Beim Christopher, da kommen dann hier so, so kommt dann hier so möglich hochprozentig Alkohol raus, Wodka oder Jack Daniels oder was weiß ich. Und hier der vierte ist dann auch irgendwas Besonderes. Da kommen dann so
Hier kommen dann so Materialien raus. Es ist dann kein Wasser, sondern kennt ihr diese Haribo? Ich weiß nicht, ob es die nur von Haribo gibt. Ich habe die immer von Hitchler gerne gegessen. Diese langen Schnüre oder von Trolli, diese langen Schnüre, die kommen dann hier dann so raus und dann kannst du die immer wegnehmen. So einfach so eine riesen lange oder diese Pico Ballas. Einfach so ein endloses Ding, was da so rauskommt. Dann kannst du einfach. Oh, schön. Warte mal. Hier gibt's doch. Mit dem Speer kann man doch bestimmt irgendwas machen. Und nein, nicht die in den Arsch schieben. Hier kann man nicht lang. Schade eigentlich. So, und das ist der Trainingsraum. Hier werden dann die angefressenen Fettprozente. Werden dann. Abtrainiert. Warum kannst du den nicht nach. Oh, ja, bitte. Haben sie mitgedacht, diese Lümmel. Da haben sie mitgedacht, diese Arschkekse. So, wollen wir mal gucken, wie kommen wir denn hier am besten lang? Ohne, dass die Hino sauer wird. So, wie machen wir das dann? Ich probiere es einfach mal. Ich konnte mich hier in Craftmaner so ultra gerne austoben. Es hat richtig Spaß gemacht. Mir als Bubi hat es hier Spaß gemacht. Doch, das war mal was Neues. Och Mann, wieso? Lara, bitte. Oh nein. Das habe ich früher auch sehr gerne gemacht, so rumgeturnt. Einfach so, weil Baum. Ich verstehe es nicht. Na komm. Komm schon. Yay. Oh. Warte mal, wenn ich die ein bisschen nach da stecke, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Oh, diese Steuerung. Nee, komm, lassen wir es. Das wird mir zu blöd. Hier so rüber wäre bestimmt auch spaßig, aber nee, das ist mir dann zu blöd. So, das nehmen wir. Das kann man auch aufmachen. Ich weiß nur nicht wie. Aber so ein Fitnesspark mit Pool hat was. So, nee, schickt für heute. Schätze speichern. Ja. 88% kann man so lassen. Das passt schon. Mal gucken, ob ich mir das nochmal reinziehe oder nicht. So, weiter Eingabetaste, drauf geschissen, beendet. Ja, Goldschätze, ja. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich mache keinen 100% Run. Mit dem Spiel sind wir fertig. Das ist soweit dann auch ganz gut. Dann kann das Overlay weg. Jetzt geht's direkt mit Underworld weiter. Nee, Quatsch. Warte mal. Das müsste doch eigentlich so passen auch, ne? Genau. Mhm. Ja, gucken wir mal. Machen wir eine Bildschirmaufnahme. Na super. Jetzt habe ich Tortilla-Chips gegessen. Jetzt habe ich Maisbrei in den Zähnen. Jo. War cool. Natürlich, klar, kein 100% Run, aber so ist es einfach. Ist erstmal ein
Ein Dingsbums diesbezüglich nehmen. Ja, ist halt die Frage, was wollen wir denn sonst noch spielen? Alles klar. Mach's gut, war cool. Wie viel? Oh, wir haben 10. Dann würde ich auch mal sagen, gute Nacht. Ja. Kann man so lassen. Auf jeden Fall haben wir es Freitag Tomb Raider Legend angefangen. Haben damit auch aufgehört. Haben Sonntag zu Ende gespielt. Ist super. Macht gut. Kommt gut in die Woche. Und ja, ansonsten Discord Steam bin ich immer zu erreichen. Wenn jetzt hier in Deutschland wirklich ab 16. Ich glaube aber, es ist ein Gerücht. Ab morgen hier alles zu ist, obwohl der Sky ja schon gesagt hat, dass es bei ihm der Fall ist. Vielleicht können wir wirklich mal unter der Woche mal wieder den einen oder anderen unterhaltsamen Stream machen. Normalerweise mache ich ja nicht unter der Woche. Aber wie gesagt, aktuell ist halt sowieso extreme Ausnahmesituation. Von daher kann man da schon mal eine Ausnahme machen. Und ja, schauen wir mal. Ich melde mich auf jeden Fall via Discord dann, wenn ich streamen sollte. Wenn ich was gefunden habe. Aktuell bin ich sowieso in der Game, in einem Game Down. Die Tomb Raiders habe ich mir gerade so ein bisschen schön bisschen hibbelig gemacht, weil ich halt diese Overlays bearbeitet habe. Ansonsten Underworld. Legend haben wir jetzt fertig. Anniversary müssen wir mal gucken. Ja, Shadow of the Tomb Raider, weiß nicht, ob ich das vielleicht privat nochmal spiele. Rise of the Tomb Raider kennt ihr ja auch, werde ich aber privat vielleicht auch nochmal spielen, weil ich da voll Bock drauf habe, obwohl das ja wir schon gut mitgenommen haben. Aber das wird wahrscheinlich das nächste sein. Ist auch mein Lieblings-Tomb Raider, das haben sie gut gemacht. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und dann habe ich die mir nochmal in einem Bundle gekauft und ja. Ansonsten, vielleicht wirklich mal ein längeres Strategiespiel, macht auch Spaß. Mal schauen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.